Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe in die Schlacht um Mittelerde 2. Jo, in Folge 400 zumindest bei mir. Sehr interessante Sache und es könnte sogar sein, dass wir hier so irgendwann mal in Richtung Ende gehen. Ich habe dem Typen ein paar taktische Vorteile gegeben, habe dem gesagt, wo der NPC hinzieht. Ja, weil der Black hat nämlich keine Lust mehr, so richtig. Ja, ne, es bringt ja nun nichts. Wie gesagt, ich kann halt auf keiner Ebene mehr gegen dich gewinnen, gegen den Grünen vielleicht noch. Allerdings, wenn der mit seiner starken Armee, die sind jetzt mittlerweile auch ziemlich mächtig, kommt, würde das auch nichts werden. Und ja, möglicherweise greift er jetzt hier auch nochmal mit ein, mit seiner mächtigen Armee und versucht, die Festung da zu holen. Ich würd probieren, was geht halt irgendwie immer. Ne? Also, ich probiere auch, was geht. Ja, ne? Aber ich habe den taktischen Vorteil gegeben. Das liegt halt daran, weil, irgendwo muss halt auch mal eine Grenze zu sein. Wobei man allerdings halt dazu sagen muss, du kannst mir ja mal eine Sache kannst du mir ja verraten. Ja. Du wirst nicht so viele Boni haben, das weiß ich. Also, ja, wir können ja mal vergleichen. Fähigkeitspunkte technisch, ne? Ja, können wir ja mal. Ja, genau. Wir vergleichen einfach mal. Das ist ja kein Problem. Rohstoffmultiplikator 1,8. 1. Das war klar. Fähigkeitspunkte 71, da dürftest du nicht so viel weg sein mit 40. 51. 51, ja. 35%. 10. 31%. 0. 30%. 5. Ja. Also was man halt auf jeden Fall sagen kann, ist halt Fähigkeitspunkte halt, ne? Darüber kannst du dich halt theoretisch. Und man muss halt dazu sagen, der Grüne ist jetzt der Grüne ist ähnlich stark mittlerweile. Wie gesagt, im Prinzip der Gelbe, mit dem ist auch nicht mehr viel anzufangen. Der hat sich halt bei dir aufgerieben ein bisschen, muss man echt sagen. Ja, weil er auf die Festung halt. Auch jetzt schon wieder, ne? Aber gut, jetzt hat's geklappt einmal. Aber der hat sich da wirklich massivst aufgerieben. Das war dumm von ihm. Und damit hat Grün alles bekommen und konnte dann halt dich schön von hinten angreifen. Okay, gut, wie dem auch sei. Gut. Ich gehe mal in die taktische Phase und bastel da mal ein bisschen was zusammen. Und ja, wir sehen, wie es aussieht gleich. So. Ja, gut. Ich mute mich auch nochmal. Okay, wir gucken mal. Das bedeutet, wir wollen auf jeden Fall. Das heißt, wir greifen damit an mit 4. Das heißt, das reicht auf jeden Fall an der Stelle, denke ich. Wir greifen hier oben. Hier oben wollte ich eigentlich, muss ich sagen, ein Stück weit noch warten, bis ich da irgendwie was ranbekomme. Warte mal, einen können wir vielleicht noch. Okay. Geht das eine noch, theoretisch? Nee, das wird nicht gehen. Okay. Gut, das heißt, wir haben da oben auf jeden Fall genug. Und hier können wir auf jeden Fall auch nochmal angreifen. Und hier nochmal das aus. Und Ork-Festung. Und machen hier oben nochmal was. Und können auch meinetwegen hier nochmal irgendwie einen Trommler im Grunde genommen bauen. Und dann gucken wir mal, wie es dieses Mal aussieht und läuft. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das heißt, wir greifen alle drei Festungen an. Wenn diese drei Festungen fallen, ist dieser Ringkrieg im Grunde genommen vorbei. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich sag mal nochmal so ein paar Sachen. Also erstmal ist es so, dass Black halt und der NPC momentan massiv schlechte Boni haben. Das ist natürlich klar halt, ne, irgendwo. Ne? Das ist logisch halt, ne. So, und aber man kann es meines Erachtens gegebenenfalls sogar vielleicht noch schaffen. Ne? Die Möglichkeit wäre da, glaube ich, gar nicht so unschlecht, wenn man das halt so möchte. Es ist nicht unmöglich halt. Ne? Also ich hätte jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich wäre jetzt, was könnte denn er denn machen? Ich hätte, glaube ich, den Fokus darauf gesetzt, dass ich gegen den NPC halt irgendwo. Der hat mit einer fetten Armee, versuche halt im Grunde genommen halt gegen den NPC mit aufgerüsteten Einheiten, da mir Step by Step irgendwelche Gebiete halt im Grunde genommen zurückzuerobern. Er hat dann allerdings lieber den Weg rechts unten gewählt. Das heißt, er hätte diese Armee, hätte er gut und gerne auf der linken Seite auch gut einsetzen können. Das heißt, das wäre, glaube ich, eine intelligentere Variante gewesen, so vom Ding her.
Eine seiner Heldenarmeen ist eigentlich im Grunde genommen, wenn man das halt so möchte, permanent abgeschnitten. Das heißt, er kann da taktisch damit nicht wirklich was anfangen, nicht wirklich was machen. Und das ist natürlich ein Stück weit auch nicht ganz, ganz so gut. Und Drogon, der ist ja auch schon relativ stark. Der ist Level 10, also der kann auch der kann halt theoretisch richtig was reißen, wenn man das halt so möchte. Und wie schon gesagt, ich glaube, der grüne NPC wäre an der Stelle das Zünglein an der Waage gewesen, um das für Black einigermaßen vernünftig zu gestalten, muss man einfach auch so sagen. Und aber ist an der Stelle nicht erfolgt, deswegen werden wir mal gucken. Ich frage jetzt einfach mal nach, weil es jetzt hier schon ein bisschen länger dauert. Mal gucken. Wie sieht's denn aus? Bist du bald ready? Bin ich eigentlich schon die ganze Zeit. Ich quatsch und quatsch und quatsch. Okay, gut. Ja, gut. Deswegen, ich frage halt nur mal. Jo, Man kann ja mal gut. fragen. Na, ganz fertig war ich gar nicht. Und das ist okay. Dann ziehen wir die hin. So, warte, geht gleich los. Okay, jetzt aber. Hm. Mortal Kombat! Das habe ich erwartet. Massiver Angriff auf Minas Tirith. Jetzt kommt er da. Jetzt kommt er da, also ja. Also wenn das jetzt nicht das Ende ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Gut, ich gebe natürlich trotzdem mein Bestes, ne? Ich Also bin gespannt auf jeden Fall. mach Mal dich gucken. frisch. Na, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ne? Na gut. Ja. So, ich mute mich. So, und wir werden auf jeden Fall den doppelten Fokus werden wir auf jeden Fall halten. Das heißt, wir werden direkt angreifen. Das heißt, werden auch direkt unten reingehen und werden auch entsprechend unser Ding halt so gut es geht auf jeden Fall halt versuchen. Das bedeutet, wir werden direkt loslegen. In dem Angriff. Das heißt, wir gehen auch direkt rein. Oh, das ist schlecht. Okay, wir machen mal auf jeden Fall noch unsere Boni. So, der Black wird hier wahrscheinlich seine Festung bauen. Boah, scheiße, ey. Wie sind die denn da? Boah, scheiße, ey. Boah, das ist fast unannehmbar an der Stelle. Nee, krieg ich nicht hin. Okay. Okay. Nee, da bin ich einmal komplett aufgerieben. Ja, was soll man sagen? Die Feuerdrachen. Alter, heftig. Die haben mich einmal komplett aufgerieben. Das ist kompliziert auf jeden Fall da oben. Das kriege ich nicht so Jo. leicht hin. Das Jo. ist. Hättest du eher angreifen müssen, bevor er eben dieses hatte und du ihn hochgelevelt hast dadurch, dann wäre es wahrscheinlich schon entschieden gewesen. Aber wie Ja. gesagt, Ja, und hätte, hätte, nein. Ja, Fahrradkette. hätte fahren können. Naja, gut. Ist so, schade. Sehr schade. Sehr schade. Okay, gut, was haben wir noch? Wir haben eine Schlacht in da unten. Ja. Wo jetzt? Welche? Ach so, du machst Ja. automatisch berechnen gerade, oder? Ne, Ah, Echtzeit. da, jetzt sehe ich sie, jetzt sehe ich sie, jetzt sehe ich sie. Ja, genau. War gerade, wurde mir gerade nicht angezeigt.
So, gucken wir mal. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. So, da ist nämlich das nächste Problem, ist da nämlich dieses... Ich mute mich hier mal. Da ist nämlich das nächste Problem. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir... Was eine Scheiße, ey. Los, spinnen, los! Macht sie bereit! Jetzt! Ja, einfach zerstört. An der Stelle. Heftig. Okay. So, keine Einheiten mehr. Das wird es dann an der Stelle gewesen sein. Hey, wir kommen zurück. Wir machen dich jetzt fertig. Ja, nee. Ja, wer weiß. Sieht auf jeden Fall gut aus. Endlich mal wieder. Also, zwei Schlachten gewonnen, das ist es. Aber man muss dazu sagen, die kriege ich, glaube ich. Ja, genau. Das letzte Mal hatte ich gelb gegeben. Hallo, habe ich gegeben? Ja, das ist vermutlich. Ach ja, kommt ja erst am Ende. So, aber die hier wirst du dafür gewinnen. Ich geb dir Brief und Siegel. So. Gebe ich dir. Aber auch. Man kann es ja trotzdem versuchen. So. So, ja, das Problem ist halt natürlich jetzt dieses, dass wir natürlich, natürlich eine herbe Niederlage am Erebor halt im Grunde genommen haben. Das heißt, das ist definitiv ein Problem. So, wie machen wir es denn? So, bauen wir eine Festung diesmal. Na? Haltet euer Werkzeug bereit! Da können wir nichts bauen! Wir fallen! Jetzt sind wir am Zug! Nur jetzt! So, hier an der Stelle halt auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufleveln. Was anderes will der nämlich auch nicht machen. Frag mich gerade, wo sein NPC rumläuft. Jetzt haben wir das Gebäude. Das neue Gebäude ist fertig. Ein kalter Höhlentroll. Noch mehr Orkkrieger. Sind Sie da? Das gehört das der Feind. Hier da oben ist der Feind. Na, kriegen wir das hin oder wird das nix? Vernichtet sie! Bereit? Das Auge beobachtet uns! Baut! Macht euch wieder an die Arbeit! Ihr wisst, was zu tun ist! Kommt schon!
Nicht stehen bleiben! Was? Hier! Mehr! Mehr! Boah, scheiße, ey. Das ist ja doof. Bereit? Nehmt es ein! Das hat mich ja doch wieder ein bisschen was gekostet hier. Mann. Die Karte ist auf jeden Fall ziemlich weitläufig, wenn man das halt so möchte. Müsste aber eigentlich hier sein, oder? Unsere Bogenschützen sind bereit. Wir haben das Spinnennest erweitert. Ja, eine Festung hat er auch gebaut. Na gut. Das neue Gebäude ist fertig. Sammelt euch! Wir werden dann fertig. Der Feind! Ich weiß. Die Bogenschützen sind hier. Habt ihr das gehört? Brennt es nieder. Sie greifen das Lager an. Das Gebäude ist fertig. Wir kommen von überall. Komm schon, warum macht das die Arbeit? Arbeitet an eurer Einstellung. Macht die Schlüssel den Baumeister an. Ja, gut, es ist nur ein einziger Baumeister von mehreren, ne? Okay, gut, die Boni sind halt natürlich, wie schon gesagt, im direkten Fight. Da sind natürlich Ende im Gelände. So, machen wir hier nochmal das Ding drüber. Zack, hier nochmal ein bisschen Damage drauf. Zerstört alles! Sammelt euch! Hier gibt es immer Arbeit! Ich weiß! Ihr wisst, was zu tun ist! So, was haben wir noch? So. Wir werden dann fertig. Nicht stehen bleiben. Okay, ja, auch mal was hingebaut. Sie weichen zurück. Hey, Baumeister, an die Arbeit. Zu bewegen, Schützen. Zerstört alles. Ihr werdet nicht gefaulenzt. Haltet euer Werkzeug bereit. So, dann bauen wir hier noch was. Und das einfach mal hier hin wieder. Okay, Kanker wurde auf jeden Fall zerstört. Das war auch schon mal ganz gut.
wir sind fertig, Krieger. Mach dich nützlich. Wir greifen uns an. So, ich muss noch mal haben. Wir werden dann fertig. Das neue Gebäude ist fertig. Was war das? Zerstört alles. Okay, da oben hat er auf jeden Fall noch einen Baumeister stehen. Aber gut, da wird nichts mehr viel, nicht mehr viel passieren, denke ich. Unsere Bogenschützen sind bereit. Wir müssen etwas erledigen. So, das haben wir auch wirklich gemacht. Okay, das war's. Ja, war lustig, solange es währte. Aber etwas anderes kann man auch nicht erwarten. Wie gesagt, die Boni sind halt zu stark und hast du nicht gesehen. Aber dennoch trotzdem eine interessante Schlacht. Natürlich. Finde ich. Ja, finde ich auch. So, du bist gemutet? Ja, ich finde das auch eine interessante Schlacht. Genau. Das ist okay, dann beenden wir noch die Phase und dann die Runde, würde ich sagen. Ne, so ist es. Jo. Achso, okay. Ich habe noch ein paar Schlachten hier. Achso, dann mach du mal. Schlachte ab, was abgeschlachten geht. Na, mal gucken. Na, die hast du verloren? Ja, das war klar, aber ich hab dem echt einiges weggehauen. Ja, ordentlich was weggehauen. Ja. Na, wie gesagt, den Boni halt. Die machen auch in der Simulation schon einiges aus. Ja. So, Minas Tirith. Oh, das ging super schnell. Also, Minas Tirith war gar kein Problem. Da war ja auch niemand drin. Großartig. Und Bruchtal ist eigentlich auch gebrochen. Auch gebrochen. Ja. So, wie machen wir mal Bruchtal? Weiß ich jetzt nicht. Wem habe ich das zuletzt gegeben? Weiß ich auch nicht. Gib mal dem Grünen. Er will auch mal was haben. Na gut. So, dann beenden wir an der Stelle noch die Phase. Achso, habe ich noch eine Schlacht? Nee, ich habe keine Schlacht mehr eigentlich. Ah, doch. Was habe ich noch? Na, dann machen wir. Also Minas Tirith. Ah. Das stimmt, Minas Tirith ist auch noch. Wird mir dann wohl. Lalalala. So. Okay. Gut. Wir haben die Phase beendet. Die Einheiten ziehen sich zurück. Meine zumindest. Und wir werden, ich denke, dann hier auch das Ende dieser Runde einleiten und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschö.